Einen wunderschönen guten Morgen. Ich befinde mich heute mal wieder im Sauerland und werde hier eine Radtour machen, so entlang dieser kleinen Seen und durch die Wälder, um einfach mal neue Wege auszuprobieren. Und zwar bin ich mit meinem Mountainbike unterwegs, wie ihr hier vielleicht sehen könnt. Und habe gerade hier am Anfang schon so einen Trampelpfad gesehen. Den bin ich erstmal runtergedonnert, mehr oder weniger gedonnert. Und der führt gleich dort weiter. Ist echt nur so einen halben Meter breit, teilweise sehr schmal, dass man sich mit den Ästen hier so ein bisschen arrangieren muss. Aber durchaus schön zu fahren, da ich das ja eigentlich auch genieße. Ja, ich denke mal, ganz viel gibt es nicht zu sagen. Es müsste so 9:30 sein. Es waren 4 Grad, wo ich gerade los bin. Hier sieht man so ein bisschen die Heide, wie sie schon will, aber noch nicht so richtig kann. Die letzten Tage hatten wir ja schon Temperaturen von über 20 Grad. Was ich mir natürlich gewünscht hätte, dass das so bleibt, aber Anfang April ist das eher unwahrscheinlich. Naja, ich hoffe, euch wird das Ganze gefallen und ihr bleibt dran und schreibt mir nachher fleißig Kommentare, was ihr von dem Ganzen haltet, wie immer. Also, bis gleich mal. Das sind so die Wege, wo ich mich jetzt erstmal dran lang schlängeln werde. Wie ihr seht, nicht immer perfekt, aber durchaus schön hier am Wasser. Hat noch ein bisschen was von Herbststimmung mit dem Laub hier. Und mittlerweile geht es auch ohne Handschuh. Die habe ich nämlich mal wieder vergessen. Ach, herrlich mit dem Wasser da unten. Der Haken bei solchen Wegen ist, dass man immer auch mal so kleine Hindernisse hat. Aber das scheint schon länger ein Problem zu sein, weil hier oben so ein Pfad schon ausgetrampelt ist, der dann wieder darüber führt. Ah, wie ihr merkt, ich atme schon ein bisschen schwerer und mir ist auch schon deutlich wärmer. Schön. Jetzt sieht man schön, wie klar das Wasser ist. Da spiegelt sich der Himmel richtig drin. Und dort sind verschiedene Entenarten und Schwäne, die man von hier auch sehr schön beobachten kann. Ja, ist alles ein bisschen schwer zu erkennen so. Aber ich denke mal, ihr seht es halbwegs. Man hört hier nahezu nichts außer die Natur. Ein Träumchen. Ein Träumchen. So, jetzt geht es auch mal wieder ein kleines Stück befestigt, um mal durchzuatmen. Weil wenn man vom Wasser wieder hoch in den Wald will, geht es zwangsläufig doch recht steil hoch. Aber eine schöne Anstrengung. Was ich in jedem Video sage, ist, wie erschreckend unsere Wälder aussehen. Aber es ist wirklich so. Das Ganze hier gehört auch zu diesem Waldkulturweg, der ja auch in Warstein und, ach, ich weiß gerade nicht, wie das Dorf danach hieß. Gibt es ein Video von. Da ging dieser Weg auf jeden Fall auch her. Ist das nicht ursprünglich, so wie das hier aussieht? Das war wieder einer von diesen Pfaden, wo es nur so aussieht, als wenn das Laub schon mal jemand plattgetreten hätte. Und dann kommt man hier runter. Und so wie es aussieht, kann man hier an dem Wasserlauf sogar weiter radeln. Werde ich erstmal versuchen.
Irgendwann ist es dann doch mehr Wald als Weg, aber wunderschön. Auch die Bäume dort drüben, selbst die abgestorbenen, die so moosbewachsen sind. Und diese irre Kameraführung, natürlich nicht zu verachten. Ich denke, der Punkt ist erreicht, wo ich mal einen Weg raussuchen sollte, weil hier vorne sind schon diese Wildschweingruben, wo die sich immer einsuhlen und ihr Lager haben. Da flitzen die Eichhörnchen, das finde ich nicht schlimm, aber Wildschweine gibt es hier reichlich und da habe ich eigentlich nicht so wirklich Interesse dran, auf die zu stoßen. Ist unwahrscheinlich, aber ich möchte es nicht drauf anlegen. Also Weg Richtung Wald- oder Forstweg suchen. Was ein gutes Gefühl. Ich habe mich hier gerade so ein bisschen diesen Weg hoch gequält, geht noch ein Stück weiter. Aber nicht mehr viel. Nur, ja, um wieder runter zu donnern. Ein bisschen bescheuert, aber ich habe Spaß dran. Aber man merkt doch, dass man ein bisschen außer Übung ist, was so diese Leistungsspitzen angeht. Weil jetzt hier angekommen, ich hätte schwören können, man hört hier im Wald mein Herz schlagen. Das war so am Pochern. Diese dumpfen, festen Schläge, wenn man sich so mehr oder weniger völlig verausgabt hat. Der ein oder andere von euch wird das kennen. Aber letztendlich ein gutes Gefühl. Das erste saftige Grün hier ist auch schon zu sehen. Die ein oder anderen Pflanzen sprießen, keimen schon. Ja, noch einen Monat, dann sollte es wieder halbwegs grün sein. Ja, zwei maximal. Und an dieser Schönheit komme ich auch immer wieder gerne vorbei. Ich habe es in einem der anderen Videos schon mal erwähnt, dass es hier früher ein Café gab. Das war echt, ja, ein klasse Punkt, wo man sich mal kurz regenerieren konnte. Sehr schönes Anwesen. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, das war mal ein Jagdschloss hier. Das nur noch mal am Rande mit kleinem Teich dabei. Und was sonst noch so dazu gehört. Hier noch mal dieses Schild Waldkultur Südwestfalen, was ich vorhin erwähnt habe, wo der Weg auch von Warstein über Hirschbeck weiterführt. Hier auch schön zu sehen, wenn sich so ein kleines Gewässer anstaut, da wächst sofort das Schilf und ja, einfach zum Genießen. An diesem Bachlauf ist nochmal schön zu sehen, dass das alte Stahlgeländer von der Brücke, was dann mit einem Andamm dahinter nochmal zusätzlich gesichert wurde. Aber es hat auf jeden Fall noch den Charme der, ich weiß es nicht, 50er, 60er Jahre, finde ich. Und in die Richtung geht es jetzt so grob weiter. Zu meiner linken Seite hat man mal so einen schönen Blick hoch in den Wald und sieht hier mal, wie aktiv der Borkenkäfer doch ist. Da ist keine Rinde mehr an dem Großteil dieser Bäume. Was schön zu sehen ist hier im Wald, dass viele Eltern mit ihren Kindern, die so im lauffähigen Alter sind und auch älter, durchaus jetzt mal wieder ein bisschen aktiver in der Natur unterwegs sind. Die letzten Jahre hatte ich so das Gefühl, es waren nur, ja, die Generation über 50. Und so besinnt sich der ein oder andere vielleicht auch mal wieder auf die Natur. Hier hat man mal so einen kleinen Überblick über das Wäldchen hier. Da hinten ist die Sonne langsam zu sehen. Laut Wetterbericht soll die so ab 11, 12 Uhr rauskommen. Das heißt, ich bin schon wieder ganz schön lange unterwegs. Kein Wunder, dass der Magen sich schon wieder meldet. Aber es ist so schön hier.
rollt es gerade ein bisschen. Herrlich. Da sieht man schon wieder schön Wasser. Das ist im Grunde jetzt die Seite, wo ich heute Morgen angefangen bin. Und da ich ja so ein bisschen zickzack gefahren bin, komme ich jetzt letztendlich hier auf der gegenüberliegenden Seite raus. Muss ich ja gestehen, ist kein anderer See, ist immer noch derselbe. Aber nicht weniger schön. Ist das nicht ein Genuss? Auch wenn man hier in der Ferne so ein bisschen die Hauptstraße hört, Richtung Arnsberg ist das, glaube ich, ja. Aber trotz allem ein Genuss. Auch an diesen ganz leicht fließenden Gewässern nur. Jetzt rolle ich wieder hier durch dieses leicht schlammige, sumpfige... Oh, da habe ich was gesehen. Da muss ich nochmal drehen. Mit einer Hand. Ja, geht. Da hört man einen Specht. Ist das herrlich. Leider ist es auch wieder ein bisschen windiger geworden. Ich hoffe, das geht. Diese Puschel wollte ich mir gestern übrigens bestellen, dass man hier das Mikrofon wieder besser abdecken kann. Leider zurzeit nicht lieferbar. So, jetzt muss ich mal gucken, wie weit ich hier so fahren sollte, weil da vorne wird der Untergrund doch eher sehr feucht. Aber ein Stück kann ich mich, glaube ich, noch reintrauen. Ja, hier reicht's sich. Ja, jetzt wäre ich fast runtergefallen. Hier ist der Boden dann doch schon sehr weich. Hier geht's jetzt über so eine schöne alte Natursteinbrücke. Die kenne ich noch nicht. Aber da brauche ich auch beide Hände am Lenker, so wie ich mich kenne. Liege ich sonst nämlich daneben, entweder in der Seite des Wassers oder auf der Seite des Schmodders. Also die Strecke wird immer geschmeidiger hier, wie ihr sehen könnt. Sind immer nur so kleine Stücke, aber auch das macht mir Spaß. Das Kind im Manne, sage ich immer, das Kind im Manne. Hier vor mir ist wieder eine Horde E-Biker. Ich muss gestehen, ich habe gestern auch mal E-Bikes ausprobiert. Aber wenn ich jetzt heute so mit meinem Rad unterwegs bin, fühle ich mich einfach besser. Gestern beim Fahren mit den E-Bikes war aber ein super Erlebnis. Also ich kann jeden verstehen, der mit den Dingern durch die Gegend pest. Der Radius erweitert sich natürlich enorm. Gerade hier, wenn man so ein Gelände hat. Und ich denke sogar, ja, phasenweise ernsthaft drüber nach, ob ich mir so ein Ding auch zulegen soll. Für die normalen Touren. Und so hier für die Spaßtouren dann weiter mit meinem Bock hier die Berge hochquäle. Weil irgendwie brauche ich das noch. Das war's mal wieder. Ich bin jetzt hier am Südufer des Möhnesees, wo ich ja die meisten Touren starte, wenn ich hier im Arnsberger Wald unterwegs bin. Da stehe ich wieder, habe jetzt meine Runde fertig und muss sagen, ist doch ganz schön fordernd, jetzt so die ersten Touren wieder mit diesem Mountainbike zu fahren, was ja eigentlich eher für einen Bikepark gedacht ist, aber irgendwie macht es mir Freude und das ist schon ausreichend, das einfach durchzuziehen. Ja, wie ihr sehen könnt, Möhnesee wieder gut gefüllt. Es geht noch ein bisschen was, bis es hier über die Kante kommt. Aber an sich ist es schon ganz okay so.
war schon mal schlimmer um diese Jahreszeit. Daher würde ich sagen, mit diesen für mich doch wieder wunderschönen Bildern möchte ich mich von euch verabschieden. Ich hoffe, das Ganze hat euch wieder gut gefallen und ja, bleibt mir treu. Euer Markus, macht's gut.